Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal sind wir auf dem Weg nach Mekelon durch die geteilte Stadt gelaufen. Ich habe vergessen, wie sie hieß, aber das ist auch irrelevant. Und haben dort die Kluft überquert und befinden uns jetzt in den Outlands und versuchen weiter herauszufinden, wo sich dieses Mekelon befindet und wie wir da am besten hinkommen. So. Und wir haben beim letzten Mal einen neuen Charakter bekommen, und zwar den Halbling. Die Halblinge sind schnelle und gewandte Krieger, und den werde ich jetzt auch mal für dieses Level ausprobieren, weil ich habe ehrlich gesagt aktuell überhaupt keine Ahnung, was mich in dem Level erwarten wird. Und wie versprochen ist das ein Charakter, der mit Äxten kämpft, und wir haben jetzt sogar schon die Monster-Axt freigeschaltet. Die Monster-Axt ist aufgrund ihrer sehr guten Balance eine vortreffliche Wahl. Ja, sieht schick aus. Ich will mal gucken, wie die anderen aussehen. Also die einfache Axt, ja, Karma. Ja, wie ein Karma halt. Eine Zwillingsaxt, Zwergenaxt. Und die sieht schick aus. Naja, und halt die Monsteraxt. Sieht irgendwie nicht aus wie eine Axt. Sieht irgendwie sehr schmerzhaft aus, wenn man damit getroffen wird. Aber nun gut, ich glaube, schneiden kann man damit nicht so gut. Wie auch immer, dann haben wir noch den Drachenschild. Boah, haben wir viel Geld zur Verfügung. 2100. Na gut, da steht zwar, dass das von Rittern bevorzugt wird, aber naja, für den Halbling wird das auch funktionieren. Dann nehmen wir noch die Zwergenarmbrust, die leichte Rüstung, warum nicht? Oh, wir können sogar zwei verschiedene Munitionstypen mitnehmen als Halbling. Giftbolzen, das ist natürlich mal sehr interessant. Und dann nehmen wir noch einen Heiltrank mit. Also, das finde ich cool, dass wir jetzt Giftbolzen mitnehmen können als Halbling. Das konnten wir als Jägerin und als Krieger, beziehungsweise als Ritter nicht. Na, vielleicht jetzt mittlerweile, aber mal schauen. In den Outlands. Feuer, Qualm und Asche steigen in den Himmel hinauf. Die Dregatar haben ihre Streitkräfte zusammengezogen und es scheint unmöglich, sie unbemerkt passieren zu können. Eine riesige Bestie, ein Wächter, soll unter ihnen sein. Du musst einen Weg durch die schwer bewachten Befestigungen der Dregatar finden und dich in das Herz der Outlands durchkämpfen. Ja, klingt doch sehr gut. Und jetzt erinnere ich mich auch, was das für ein Level ist. Ja, ich glaube, die Halblingsdame, ich weiß nicht, wie nennt man einen weiblichen Halbling? Der Hobbit ist eine ganz gute Wahl für diesen Level hier. Und ihr seht schon, Lava, ein ascheverhangener Himmel. Na, das sind ja schöne Aussichten. Durch das Tor sind wir gekommen. Ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt das Stadttor ist. Auf jeden Fall, ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Und erstmal ein neuer Gegnertyp, ein Steingnom. Sehr unschöne Zeitgenossen. Ah, und vor allem machen sie extrem viel Schaden, wie man sieht. Das ist überhaupt nicht gut. Vielleicht sollte ich die lieber im Fernkampf kämpfen. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe was... Wow! Wow, 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 wow. Wie wär's, wenn ihr einfach mal ein paar Bolzen schluckt? Naja, den Goblin kann ich auch im Nahkampf erledigen. Der hat auch eine Axt. Na, komm her. Lass dich mal treffen. Ah, sehr gut, ein Heiltrank. Den kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, ich wechsle mal zu den Giftbolzen. Wobei, davon haben wir nicht so viele. Da sollte ich sparsam mit umgehen. Ja, jede Menge Gold, aber das ist bestimmt eine Falle, oder? War ja klar, dass da Golems kommen. Ja, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Der nimmt zwar ein bisschen Giftschaden, aber das war's. Was soll denn das? Na, mit Headshots kann man mehr erreichen, aber wirklich viel Schaden machen die Pfeile ja nicht. Oh oh. Vielleicht war die Halblingsdame hier doch keine gute Entscheidung für dieses Level. Aber das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Na kommt, sterbt. Hauptsache, ich verliere nicht so viel Lebensenergie. Und Brandpfeile, was soll ich denn damit? Ich habe nicht mal einen Bogen dabei. Ich könnte Bolzen gebrauchen. Ah, naja, wir nehmen erstmal das Gold mit und schauen uns mal an, was wir hier sonst noch so finden. Ein Ork. Ja, ihr seid kein Problem, ihr macht nicht so viel Schaden. Vor allem, wenn ich in Bewegung bleibe. Hoffe ich zumindest. Hallo? Hörst du mal auf, um auf mich zu schießen? Blöd, Mann. Wow. Das hat ja super funktioniert. Aua.
Die Falle war wahrscheinlich eher für uns gedacht, aber da ist der Ork-Hauptmann reingelaufen. Was mich nicht weiter stören soll. Hallo? Lass dich mal treffen. Dankeschön. So, das nehmen wir alles mit. Und ist noch mehr Gold. Ach, der ist runtergefallen. Ha. Na, gegen dich nehme ich mal lieber einen Giftbolzen. Und das macht sogar tatsächlich Giftschaden über die Zeit. Bloß gegen die Steingoblins, das ist nicht so gut. Na, beziehungsweise Steingenome sind es ja, sind ja gar keine Goblins. Das hier ist ein Goblin. Na, bist du... Nein, 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 nein! Ah, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Mission gescheitert. Nein, ich will die Karte... Nein. Ich wollte einen anderen Charakter wählen. Lass mich mal einen anderen Charakter wählen, bitte. Weil im Nahkampf hier, das ist irgendwie nicht ganz so das Optimale gegen die Steingenome. Die machen mir zu viel Schaden. Und das, obwohl wir eine Rüstung anhaben. Also stellt euch mal vor, was wäre, wenn wir nicht genug Geld für eine Rüstung hätten. Ja, Pfeile sind jetzt auch nicht so das Wahre. Eventuell die Explosionspfeile. Oder Explosivpfeile, aber ich glaube, ich nehme lieber die Droiden. So, leichte Rüstung ist immer noch das, was wir haben. Tränen der Fäulnis ist der beste Zauber. Zwei Heiltränke haben wir. Rumdolch. Und dann können wir mal den Astralstab mitnehmen und den ausprobieren. Den haben wir ja noch nicht gesehen. Und dann schauen wir mal, wie wir damit zurückkommen. Zurechtkommen. Ja, zurückkommen wir hoffentlich damit auch irgendwann. So. Schauen wir mal. Aha. Oh cool, ich kann damit Viecher beschwören. Na, das ist praktisch. Und ich kann die wegstoßen. Ja, dann habe ich doch jemanden, der mir hilft. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter sekundärer Stab. Na komm mit, mein Freund. So, und hier... Ah, lass mich durch. Der hat meinen Weg blockiert. Und das war's? Der ist schon tot? Die nehmen überhaupt keinen Schaden durch das Gift. Also irgendwie war das auch keine so gute Wahl, die Zauberin zu nehmen. Habe ich den nochmal an? Ja, ich kann noch so einen beschwören, aber... Hilfe, 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 Hilfe. Geht weg, geht weg, geht weg. Nee, der ist sofort tot. Ja, was ist denn das für ein Blödsinn? Wenn ich die berühre, nehme ich Schaden. Nee, da kommt und tötet mich. Das hat doch keinen Sinn. Dann... Nein, ich will die Mission nicht nochmal starten. Ich will meine Ausrüstung ändern. Komm, Spiel. Nein, ich möchte zur Karte zurück. Dann probiere ich mal was ganz anderes. Dann probiere ich mal den Eisstab. Der sollte hoffentlich gegen diese Feuergnome helfen. Ewiger Winter. Der Astralstab, das lohnt sich wirklich nicht. Aber sonst habe ich auch nichts... sich anders lohnt. Ja gut, dann lasse ich das jetzt einfach so, weil den Astralstab zu haben... Ja, wobei gegen andere Gegner vielleicht, aber na, das probiere ich ein andermal aus. Ich will jetzt lieber schneller wechseln können. Weil wenn ich dann noch einen Astralstab dabei habe, dann muss ich immer so lange warten, bis ich gewechselt bin, weil ich immer eine Waffe überspringen muss meistens. Und das ist ein bisschen dämlich. Vielleicht funktioniert das ja so besser. Na, kommt her. Ja, das funktioniert doch schon mal wesentlich besser. Na komm, lass dich treffen. Wenigstens kommt hier nicht hoch. Ja, ich glaube, mit diesem Setup sollten wir in dieser Mission gute Chancen haben. Ah ja, kommt genau. Jetzt kommt hier dieser Ork runter. Stirbt einfach mal. Und den Goblin, den erledigen wir uns auch noch. Na komm. Aber ich bin mir sicher, dass ich diesen Level vorher mit anderen Charakteren gespielt habe. Ich bin mir bloß nicht mehr sicher, wie ich das genau gemacht habe. Also irgendwie sind diese Steinwürme schon sehr nervig. Aber naja, Hauptsache wir kriegen sie jetzt klein. Und können all das ganze Gold einsammeln. Ach, 300 Goldstücke. Vor allem, wenn wir wieder 300 Goldstücke Belohnung kriegen am Ende einfach so. Das wäre auch cool. Dann bräuchten wir mal so langsam ein bisschen besseres Equipment, das wir uns kaufen können. Und muss ich aufpassen, dass ich diesmal nicht in die Lava heile. Ja, dafür ist der Stab halt ein bisschen doof, weil der einfach kaum Schaden macht gegen andere Gegner. Ich muss da so lange drauf feuern, bis die irgendwie sterben. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ah.
Komm, stirb! Stirb doch. Der hält aber auch was aus. Ja, guckt euch das an, wie viel Lebensenergie der hat und wie lange das dauert, die ihn zu klauen. Und jetzt hat er... Oh, oh. Ja, im Nahkampf möchte ich nicht gegen ihn kämpfen. Oh, das ging schnell. Hm, komisch. So. Ach, das war der Ork-Hauptmann, der beim letzten Mal von den Steinen überrollt wurde, hä? Ja, schade, dass das diesmal nicht geklappt hat. Du schubst mich nicht schon wieder, oder lässt mich nicht wieder in Lava reinlaufen. So, wo bist du denn? Hallo. Geh da mal runter, bitte. Dankeschön. Oh, natürlich. Du hast ein Schild. Ist klar. Ist überhaupt nicht unfair. Aber das macht auch keinen Schaden, oder? Das drückt die nur weg. Oder das macht nur Minimalschaden. Ja, 22. Toll. Das bringt mir herzlich wenig. Hilfe. Hilfe. Ah. Komm, stirb jetzt. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Hörst du mal auf, mich zu hauen? Nee, das geht so nicht. Ich weiß nicht, mit welchem Charakter ich das machen soll. Weil mit der Druidin komme ich jetzt gegen den... Ja, doch jetzt, weil er da festhängt. Aber da komme ich halt gegen so normale Gegner nicht klar. Und wenn ich da jetzt runterfalle, dann nehme ich Schaden. Ja, super. Komm runter. Dann nimmst du wenigstens auch Schaden. Lebensenergie, der einfach noch hat. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ich habe keine Heiltränke mehr und bin gleich tot. Toll, ja. Wenigstens ein Heiltrank von dir noch, aber na. Keine Ahnung, ich versuche einfach mal jetzt noch mit der Druidin den Level weiter zu spielen. Wenn das nicht klappt, wenn ich sterben sollte, probiere ich es doch nochmal mit dem Ritter oder so. Oder doch mit der Jägerin. Wenn ich andere Pfeile benutze, dann könnte das eventuell sogar klappen. Wenn ich Explosionspfeile hier gegen die Viecher benutze und dann die Armbrust... Die sollte jetzt mittlerweile... Also die Armbrust gegen die anderen Gegner, die sollte mittlerweile auch schon eine stärkere Armbrust zur Verfügung haben als die Zwergenarmbrust. Hm. Mal schauen. Ich gucke erstmal, dass ich nicht irgendwas noch verpasse. 50 Gold haben wir schon. Ein Sechstel. Des Gesamtgolds. Ja, mal schauen. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich gucke einfach mal, dass ich das jetzt hier schaffe. Ich kann noch hier hoch, oder? Wow. Na super. Genau, lass es auf den drauf fallen. Haha. Das ist immer das Schönste, wenn die Pfeile nach hinten losgehen und die Gegner beschädigen und nicht mich. Na komm, na komm. Braver Ork. Also das Einzige, was wirklich Probleme macht, sind die stark gepanzerten. Die normalen Ork-Bombardiere oder die normalen Goblins sind wirklich nicht das Problem. Komm runter. Genau, jetzt kann ich dich in aller Ruhe töten. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich meinen Mana wieder regeneriere. Aber ich will weitergehen. Komm ich hier hoch? Da liegt was. Ich will das haben. Na. Ich dachte gerade, da hockt jemand in der Ecke. Aber ich kann bestimmt hier rumlaufen und dann auf der anderen Seite hoch. Aber ich gucke erstmal, ob hier hinter den Felsen noch irgendwas versteckt ist. Scheint leider nicht der Fall zu sein. Komme ich hier hoch zufällig oder rutsche ich da in die Lava? Ich komme tatsächlich hier hoch. Sehr gut. Ah, dann kann ich da noch Pfeile einsammeln, die mir überhaupt nichts bringen als Druidin. Na egal. Es ist ein Item, das glitzert. Ich will es haben. Komme ich hier sicher runter? Vielleicht kann ich hier runterrutschen. Jawohl. Ohne Schaden zum Boden gekommen. Ja, ich komme einfach nicht hoch. Ach, na gut, dann gehe ich halt einfach hinten rum. Es hat ja keinen Zweck, das da irgendwie zu versuchen, wenn es sowieso nicht klappt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava rutsche. Das wäre echt nervig. Nachdem ich jetzt schon so weit gekommen bin, Distanzpfeile... Die bringen mir auch nichts. Die bringen mir nur als Jägerin etwas. Hm. Na gut, aber egal. Wir schaffen das schon irgendwie. War ja so klar. Ach, ihr könnt da rüberspringen. Ja, natürlich. Aber wenigstens habt ihr meinem
meinen Eispfeilen nicht so viel entgegenzusetzen, ihr blöden Gnome. Mistviecher. Da kommen doch jetzt bestimmt noch mehr, oder? Mein Gott, wie warm das hier sein muss. Das ist doch ganz gut, dass die Druidin relativ leicht gekleidet ist. Genau, springt euch... Oh, nicht so ein Viech. Der ist doch viel zu stark gepanzert. Hilfe! Wenn du jetzt Gold dabei hattest, ne? Na, anscheinend nicht. Nochmal Glück gehabt. Gott sei Dank war der zu doof, darüber zu springen. Na komm, na komm. Geht doch. Ich könnte mal wieder einen Heiltrank vertragen. Na, na, Leute, habt ihr nicht Lust, mir einen zu droppen? Ja, ihr schon wieder. Von euch krieg ich sowieso nichts, oder? Nee. Offensichtlich nicht. Ganz toll. Ganz großes Kino. Zumindest haben wir jetzt einen Checkpoint erreicht. Ja, da müssen wir rüber. Aber diese Konstruktion ist irgendwie so ein bisschen in der Lava versunken. Da komme ich nicht rüber gesprungen. Deswegen werden wir da später nochmal hin müssen. Ja. Wir gehen erstmal hier lang. Hier ist ja noch ein weiterer Weg. Und stellen uns nochmal einen blöden Stein genommen. Mist viel. Es wundert mich ein bisschen. Ja, natürlich. Das sind Holzbalken, die stehen in der Lava. Und es fängt nicht an zu brennen. Genau wie diese ganze Brückenkonstruktion hier. Selbstverständlich. Ist ja logisch. Ich habe einen Goblin gehört. Ja, natürlich. Ihr fallt einfach vom Himmel. Gibt's hier Goblin-Bäume oder wie? Ja, da schießt ein Goblin auf mich. Das ist mir gerade relativ egal. Der trifft mich sowieso nicht. Ist nur das Tor offen, bitte. Aber ich treffe ihn dafür. So, das war ein Goblin. Da hinten ist der andere noch. Komm her. Komm her. So. Jetzt können wir uns mal hier in den Nebel begeben. Wo? Wo? Da. Bleib mir bloß fern. Du stinkst. Geh weg, du stinkst. Ich mag dich nicht. Na komm. Hallo, hörst du mal auf rumzuspringen? Ich treffe dich überhaupt nicht. Und jetzt hat mich das Tor auch noch getroffen. Mir Schaden gemacht, natürlich. Das ganze Level ist gegen mich. Unglaublich. So, wo seid ihr? Hier sind doch bestimmt noch mehr Leute, die mir auflauern. War ja klar. Und von da kommt auch noch einer. Das kann echt nicht euer Ernst sein. Aber zumindest halte ich sie damit so ein bisschen zurück. Die kommen nicht an mich ran. Weil die mal hochspringen und dann durch den Zauber zurückgedrückt werden. Das ist cool. Ne. Versuchen wir es mal im Nahkampf. Ich mache nicht genug Schaden mit dem Dolch. Ach na, wenigstens ist der Orkbaum bei dir tot. So, jetzt haben wir auch wieder Mana. Das Gold. Das möchte ich mir gleich holen. Ist das ein Heiltrank? Nein, das ist nur eine Fackel. Toll. Macht mir ruhig meine Hoffnung kaputt. Ich wusste doch, ich habe einen Ork gehört. Wenn ich richtig treffe, wenn ich Headshots mache, dann macht das auch mehr Schaden. Aber ich treffe einfach nicht. Das ist das große Problem. Ich bin einfach nicht geeignet als Magierin oder als Druidin. Hm. Aber egal, ich werde das trotzdem durchstehen. Ich habe da wieder einen Heiltrank mehr und... Oh, wie viele kommen da eigentlich? Ja, natürlich. Ein Hauptmann. Vor allem das mit den Headshots klappt immer nicht, weil ich zu hoch schieße und dann über die drüber und überhaupt keinen Schaden mache. Hilfe, 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 weg, 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 weg. Geh da durch. Na, kommt ihr mit? Komm. Genau, lass deinen Goblin-Freund mal zurück und stirb einfach für mich. Dankeschön. Das ist sehr freundlich von dir. Na, wo ist jetzt dein Goblin-Freund? Da ist er doch. Du kommst nicht hier hoch. Haha. Na komm. Gegen dich will ich nicht mit dem Dolch kämpfen. Du bist einfach zu stark. Na, vielleicht sollte ich ihm mal erlauben, hier hochzukommen. Na komm. Komm her. Kommst jetzt her.
Du Blödmann. Jetzt, dann stirb wenigstens. Geht doch. Jetzt mir wenigstens noch irgendwas droppen können. Geizhals. Unglaublich. Alles muss man sich hier selber kämpfen. Aber hier scheint jetzt kein Gegner mehr zu sein. Ich gehe nochmal eben hier rum. Es wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Aber solange das nur so ein kleiner Ork-Bombardier ist. Wobei, ich habe schon gesehen, dass dahinter ist ein dickerer. Ein dickerer Brocken. Da kommt er. So, du musst erstmal sterben, bitte. Das Gold nehme ich an mich. Ein Ork-Hauptmann schon wieder. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Komm her. Komm her, hier bin ich. Komm her. Ja gut, wenn du nur da rumhüpfen willst, dann behake ich dich halt mit meinem Eis, ne? Das ist dir klar, oder? Na, kommst jetzt her. Kommst jetzt her. Sowas will ein Hauptmann sein. Scheitert an einer Treppe. Naja, für mich ist es auch nicht gut, weil so kann ich nicht zurücklaufen und ihn richtig treffen, weil so hüpft er die ganze Zeit rum. Und ich treffe ihn einfach nicht. Na komm. Oh, jetzt kommt er auf einmal. Jetzt kommt er auf einmal, natürlich. Ist klar. Ist klar. Aber jetzt kann ich ihn wenigstens treffen. Und ein Heiltrank. Oh, lieber Ork-Hauptmann. Tut mir leid, was ich über dich gesagt habe. Du bist ein guter, guter Hauptmann. Weil gute Orks haben immer einen Heiltrank dabei, den sie dann ihren Gegnern schenken können, wenn diese über sie triumphieren. Finde ich gut. Sollten mehr Orks befolgen hier. Also, du warst ein leuchtendes Beispiel für alle. Ich hoffe, sie errichten ein Mahnmal für dich, in dem sich alle Orks ein Beispiel nehmen. Hm. Ja gut, da oben scheint nichts mehr zu sein, dann können wir ja weitergehen. Eine weitere Hütte. Ist ja interessant, was die hier alles errichtet haben. Ich weiß gerade nicht, ob ich da schon hochgehen möchte oder ob ich erstmal hier weitergehen möchte. Du musst erstmal sterben, bitte. So, und dann möchte ich da hinschießen. Was irgendwie nicht funktioniert. Normalerweise kann man die Balken da nämlich kaputt schießen, dann rollen die Steine runter und machen die Leute kaputt. Aber das scheint mit dem Zauber nicht zu funktionieren. Da hätte ich was ein anderes Kaliber gebraucht. Irgendwie ein Armbrustbolzen oder so. Nein, töte mich nicht. Du bist doch nur ein Bombardier. Okay, ich hab's verstanden. Ich werde erstmal in das Haus reingehen, solange mir niemand anderer nachfolgt vorne hinten. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Gucken wir uns erstmal unten drunter um. Vielleicht liegt da ja noch ein Heiltrank oder so. Ich könnte mal wieder einen gebrauchen. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal nach oben. Ich hab dich gesehen. Herr Goblin. Herr Goblin nochmal. Ja, ich weiß, der war auch schlecht. Ha, na gut. Auf die Gefahr hin, dass mir jetzt noch von hinten noch mehr folgen, gehe ich mal hier rein und kümmere mich um diesen Hauptmann. Yay. Ja, wenn er mir so einfach hinterherläuft, dann, und ich gerade zurücklaufen kann, dann funktioniert das auch. Dann kann ich gut auf seinen Kopf zielen, während ich flüchte, und er dockt mir wieder in einen Heiltrank. Also die Ork-Hauptmänner, die haben bei mir echt was gut. Na komm. Stirb! Tu mir doch einfach den Gefallen und stirb. Na? Vielleicht hätte ich doch einfach den Astralstab mitnehmen sollen. Mindestens als Ablenkung hätte das was gebracht. Ach komm. Wenn du nicht sterben willst. Ach, du hast auch nur einen Dolch. Na, das ist natürlich interessant. Coole Sache, ich habe den besseren Dolch. Ich habe einen gekrümmten Dolch. So, ich habe dich gehört, Goblin. Wo bist du? Du wirst mich nicht töten. Du konntest mir nicht mal Schaden machen. Giftpfeile brauche ich doch nicht. Da ruft jemand um Hilfe. Dem sollten wir schnell zur Hilfe eilen. Denn das ist ein weiterer Charakter, den wir spielen können. Und vor allem, ich glaube, weiß gar nicht, ob der überhaupt sterben kann. Ein Ork-Oberst. Sehr gut. Und zwar ein Ingenieur. Ich denke, ich kann dir helfen. Komm mit mir. Klingst irgendwie ungesund. Ja, der kann uns in der Tat helfen.
Der kann nämlich diesen Mechanismus bedienen, der uns über die Lava weiterführt. Und er steht uns im nächsten Level als spielbarer Charakter zur Verfügung. Ist das nicht toll? So langsam kriegen wir einen ganzen Kader an Leuten, die uns helfen können. Na, da werde ich dann gleich mal weitergehen. Ah, ich muss ihm erstmal hinterherlaufen. Wobei, wenn ich hier zurückbleibe, geht er dann weiter? Ja, tut er. Na gut, dann laufen wir ihm mal hinterher und gucken uns gleich an, was es da hinten noch so Schönes gibt. Denn da geht es ja offensichtlich noch weiter und da ist bestimmt noch irgendwie ein bisschen was an Gold. Und vielleicht auch der ein oder andere Heiltrank. Das wäre schon schön. Vielleicht auch ein Checkpoint, das wäre auch ganz cool. Genau, einmal hochspringen, dann geht das hoch. Und es kommt frisch aus der Lava und ist natürlich überhaupt nicht heiß. Deswegen können wir natürlich draufspringen, weil Realismus und so. Ja gut, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde da bald weitergehen, aber erstmal müssen wir uns noch dem Rest zuwenden. Mit unserem schönen Eisstab hier. Ich kann es gar nicht erwarten, genug Gold zur Verfügung zu haben, dass ich wirklich zwei vernünftige Stäbe mitnehmen kann. Ich habe ja eigentlich gedacht, der Astralstab wäre irgendwas, wo ich richtig direkt Schaden mitmachen kann, aber offensichtlich ja nicht. Ich kann das wirklich nicht. Doch, jetzt kann ich es kaputt machen. Na, zumindest einen Goblin habe ich damit noch erwischt. Besser als gar nichts. Und ein wenig Gold, das ist auch schön. So, jetzt möchte ich wieder runter, ohne Schaden zu nehmen, bitte. Und dann gucken wir uns mal an. Tja, da bist du platt, was? Gucken wir uns mal an, wo das hinführt. Ah, zu noch mehr Steingnoben. War ja klar. Aber die haben keine Chance vor unserer eiskalten Macht. Die haben irgendwelche Goldsäcke versteckt? Anscheinend nicht. Lalalalala, ich sollte nicht so weit gehen. Da kommt nämlich ein Steingolem geflogen. Von Durzu. Dem Wächter. Aua. Ja, den können wir gerade nicht so viel Schaden machen. Und man sieht, er wirft Feuergeschoss, aus denen Steingolems rauskommen. Deswegen, der hat gerade die Brücke zerstört, da kommen wir nicht weiter. Also müssen wir den anderen Weg lang gehen. Tja. Aber da haben wir ihn schon gesehen, der Wächter, von dem ja schon in der Levelbeschreibung die Rede war. Und irgendwie müssen wir einen Weg finden, ihn zu töten. Vielleicht mit unserem Eisstab. Vielleicht ist das ja die Waffe, die wir brauchen. Aber nein. Wobei, ich weiß gar nicht, ich habe gerade nicht darauf geachtet, ob ich ihm Schaden damit gemacht habe. Theoretisch müsste ich ihm damit ja Schaden machen, oder? Weil er ist eine Lava-Kreatur und Eis ist dagegen sehr effektiv. Zumindest gegen seine Untertanen. Auf jeden Fall gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit, ihn zu besiegen und wir werden schon sehen, was da noch passiert. Ja, ich habe dir zu danken. Dann gehen wir mal hier weiter. Mittlerweile sollte es ja genug abgekühlt sein, dass wir darüber können. Oh nein, oh nein. Da sind ja noch... Oh, ist das euer Ernst? Bloß nicht treffen lassen. Und tschüss. Du, ein Ork-Bombardier. Wieso hast du schon so viel Schaden? Keine Ahnung. Hast du dich mit den Steingnomen angelegt? Das war nicht nett. Hey, wo kommst du denn her? Da oben. Genau, spring mal runter. Dann kannst du eventuell potenzielles Gold für uns droppen. Aber du musst erstmal sterben, bitte. Du nervst nämlich. Stirb. Goblin, ich kann dich immer noch sehen. Hinten ist ja noch einer. Aber ich kann den Ork-Hauptmann auch sehen. Und von hier aus potenziell angreifen. Genau, bleib da einfach stehen. Ich schieße dir in die Beine. Ich will da nicht rein. Ganz ehrlich, ich will da wirklich nicht rein. Weil du da bist. Oh Gott, oh Gott. So, wo muss ich langlaufen? Da. Nicht, dass ich wieder in die Lava falle. Na komm. Na komm. Haha. Na, der Eisstab ist doch eigentlich ganz cool, wenn man denn die richtige Schussbahn hat. Ansonsten ist man ziemlich aufgeschmissen. Wer ist da runtergefallen? Na, das kann ich vergessen, den treffe ich von hier aus nicht.
Aber das ist doch interessant. Was ist das denn? Eine Lavamühle. Sehr interessant. Oh, da oben ist noch ein Goblin. Wollt ihr mich eigentlich alle tot sehen? Ich weiß, ihr wollt mich alle tot sehen, aber warum? Nur weil ich gegen euch kämpfe? Wenn du jetzt Gold dabei hattest, ne? Ach, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ist das euer Ernst? Ist das euer verdammter Ernst? Ich werde das jetzt so machen. Ich werde den Level weiterspielen und dann, wenn ich den Level durch habe, nochmal privat, ohne euch das zu zeigen, den zu machen und das Gold zu holen. Weil ich sehe es jetzt nicht ein, den ganzen Mist als Video nochmal zu machen. Nur um an das blöde, den blöden Goldtopf ranzukommen. Weil der letzte Checkpoint, der ist zu weit her. Nee. Also, wirklich nicht. Naja. Wie auch immer. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kann ich dann auch mit besserer Ausrüstung hier rein und habe mehr Gold zur Verfügung und kann das dann hier schnell durchmachen. Ich glaube, das ist wirklich die beste Möglichkeit. So, den anderen habe ich auch getötet, oder? Hm. Dann bleibt mir ja nur noch übrig, irgendwie jetzt hier rüber auf diese Mühle zu gehen. Was die wohl antreiben? Schauen wir uns das doch mal an. Kommen wir hier rein? Ja, tun wir. Und hier ist niemand. Aber was ist das denn? Hm. Ja, eine neue Waffe. Und zwar das Eisschwert. Und ihr seht, das geht richtig ab. Ah, das wird benutzt, um einen Hammer zu bedienen. Das ist cool. Ein Schmiedehammer. Das ist wirklich sehr cool. Na gut, mit dem Eisschwert können wir bestimmt auch... Was macht denn hier diese komischen Geräusche? Ich weiß es wirklich nicht. Oh! Aber ihr seht schon, mit dem Ding... Oh, toll. Machen wir uns selber Schaden, ja. Nein, mit dem Ding können wir die Steingnome einfrieren und dann wegschleudern. Haha. Und uns selber, wie gesagt, Schaden damit machen. Das muss ich nochmal ein bisschen üben. So, komme ich da hoch? Offensichtlich nicht. Na gut. Ja... Ja, eine tolle neue Waffe. Die brauchen wir auch, um den Bossgegner zu besiegen. Und vor allem, um hier weiterzukommen. Und jetzt gucke ich mal, dass ich mich irgendwie beeile, dass ich es hinkriege. Denn da oben hängt noch Gold, wie ihr sehen könnt. Nein. Verdammt. Ja, ich muss da oben drauf und ich kann mich hier irgendwie hochklettern. Ich weiß nicht mehr genau wie, das muss ich jetzt ein bisschen ausprobieren. Ja, das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Auf der anderen Seite vielleicht... Ne, auf der Seite komme ich nicht hoch. Dann muss ich es doch auf der Seite machen. Also irgendwie kommt man da schon dran. Na komm. Seine liebe Druidin für mich. Kletter da hoch und hol dir das blöde Gold. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ist das euer Ernst? Naja, ich muss den Level ja sowieso nochmal machen. Vielleicht sollte ich das dann einfach tun. Vielleicht komme ich von außen da hoch. Jawohl, sehr gut. Dann können wir uns das Gold mal holen. Da geht es offensichtlich weiter. Ich will noch schauen, was hinter dem anderen Tor ist. Da möchte ich einmal durch. Das können wir jetzt öffnen, dank des Eisschwerts. Ah, hallo. Na? Oh, ihr seid so klein, dass ich euch nicht treffe. Da, ich... Na, jetzt. Das ist unglaublich. Ja, komm. Da oben hängt nämlich auch noch Gold rum. Das möchte ich ebenso haben. Vielleicht bin ich ja jetzt schnell genug, dass ich da drauf springen kann. Das funktioniert einfach nicht. Aber hier, meine ich, wäre es irgendwo innen, dass man hochklettern müsste. Irgendwie kommt man da dran. Aber es ist auch sehr gemein, dass sie da oben einfach das Gold hingepackt haben. Vielleicht ist es auch so gewollt, dass man den Level, na, doch von außen zweimal spielt. Und dann nämlich von der anderen Seite, also einmal außen rum geht, um dann hier hinzukommen von der Rückseite und dann da hoch zu gehen, das Tor zu aktivieren. Und dann halt das Level nochmal starten muss, um das andere Tor zu kriegen. Aber das sehe ich gar nicht ein. Auch wenn ich sowieso nochmal spielen muss. Aber es ist mir jetzt egal.
Ah, okay. Jetzt sind wir hier oben. Und der Typ wirft wieder mit Steingnomen nach uns. Und ich habe keine Heiltränke mehr, was mich sehr nervt. Und ihr seht schon, wir machen ihm Schaden, indem wir seine Steingnome einfrieren. Beziehungsweise versteinern. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, meine Freunde. Und auf ihn schleudern. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Oder? Vielleicht ja doch. Wie viel Leben hast du noch? Aber so mache ich ihm keinen Schaden, nee. Das ist ja gemein, die hinter mich zu schleudern. Na, da sterben sie wenigstens. Lalalala. Sie spawnen in der Decke und sterben sofort, das ist cool. So. Ah, das Schwert hat eine schön hohe Reichweite, das hätte ich vorher ausnutzen sollen. Und bald ist er auch tot, hoffentlich. Genau, fall da runter. Finde ich gut. Hast du toll gemacht. Ah, war Steingolem. Steingnom, sorry. Hilfe. Oh, seht ihr das? Er ist schon dunkel geworden. Er ist fast tot. Vielleicht sollten wir näher an ihn ran. Und ihn uns mal aus der Nähe angucken. Ja. Hilfe. Ich will hier weg. Ich glaube, er ist tot. Jawohl, er ist eingesteinert. Haha, was hast du davon, wenn du uns gegenüber trittst? Du so. Ich glaube, wir können ihm jetzt noch den finalen Schlag mit unserem Eisschwert verpassen. Oh, er ist tot. Nein, das Level ist vorbei. Ich habe noch nicht alles Gold eingesammelt. Ich habe doch unten das noch nicht angeguckt. Och, Mano. Och, Mano. Nächste Seite. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt nochmal eben schnell im Speedrun. Nein, nein, nein. Ich will eben... Dann zeige ich euch das nämlich einfach, was da noch war. Ich möchte zurück zur Karte. Und dann werde ich jetzt einen Krieger oder Halbling auswählen. Ich muss es... Nein, das will ich noch nicht machen. Dann möchte ich jetzt irgendwen auf jeden Fall auswählen, der das Eisschwert nehmen kann. Vielleicht nehme ich den Ingenieur. Was hat er denn so zur Verfügung? Ja, der hat Granaten, was sehr cool ist. Und er hat... Ja, das sind Heiltränke. Ölbomben. Ja. Also eigentlich relativ cool. Ich habe mit dem bisher ehrlich gesagt noch nicht wirklich gespielt. Und ich möchte das jetzt auch noch nicht machen. Das probiere ich vielleicht mal später aus. Stattdessen nehme ich mal den Ritter. Genau, mittlere Rüstung für 2500. Ich glaube, die kann ich mir nicht leisten. Nehmen dann... Oh, die Runenklinge. Wie sieht die denn mal aus? Coole Sache. Ja, aber ich nehme das Eisschwert. Dann natürlich noch einen vernünftigen Schild, den Klingenschild. Eine Armbrust, wenn wir schon dabei sind. Mit ein bisschen Bolzen. Wir haben ja das Geld. Und einen Heiltrank noch. Oh, wir können jetzt sogar drei mitnehmen. So, und jetzt haben wir das Eisschwert. Und wir müssen ja nur noch am Ende hin. Das heißt, den Großteil der Map müssen wir uns gar nicht angucken. Wir rennen einfach mehr oder weniger durch. Und holen uns das letzte Gold noch. Ja, genau, kommt her. Ihr müsst einfach nur einfrieren. Kann ich euch auf die Gegner schießen? Offensichtlich nicht. Aber egal. Ihr seht schon, ich mache mit dem Schwert ordentlich Schaden. Das heißt, auch die restlichen Gegner sind jetzt aktuell kein Problem. Zumindest nicht so sehr. Na komm, du musst auch noch sterben. Irgendwie macht das schon ziemlich viel Schaden, was die Gegner machen. Hm. Ja, kommt. Warum liegt da noch Gold? Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Ich muss alles Gold einsammeln, sonst zählt das nicht zu meinem Maximum. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Na gut, dann kümmern wir uns doch vernünftig drum. Aber jetzt machen wir hier trotzdem mehr oder weniger einen Speedrun. Dann renne ich hier nochmal eben hin. Also ihr könnt von mir aus abschalten, wenn ihr das nicht mehr sehen wollt. Ich mache das jetzt als kleinen Bonus für diejenigen, die es einmal komplett sehen wollen, wie ich das mache. So, ihr verschwindet hier erstmal. Ihr seht ja aber auch, das geht jetzt, sollte jetzt wesentlich schneller vonstatten gehen. So. Das habe ich erledigt.
Wo? Wo? Von wo? Von da hinten? Nee. Von da, ich wollte schon sagen. So, mit der schweren Armbrust. Ach, der ist immer noch nicht tot. Ach, das bist du, der blöde Fanatiker. Der sich überhaupt nicht mehr um uns kümmert. Na komm. Stirb jetzt gefälligst. Stirb. Warum bin ich tot? Ja. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme, ob das noch Sinn macht, das jetzt zu machen. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal einfach nochmal nachreichen. Und ich werde jetzt die Aufnahme erstmal beenden. Ich habe gerade keinen Bock mehr. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal nochmal in den Outlands, um das letzte Gold zu holen. Die letzten 10 Goldstücke. Und machen uns dann auf den Weg zum Hafen von Arc Amar. Ja, bis dahin, macht's gut.